13 werden Theater im Park. Eine traumhafte Kulisse. Super tolles Theater. Die Zeiten sind vorbei. Na Matthias, wie gefällt es dir? Mir gefällt es sehr, sehr gut. Es ist eine Hammerkulisse, also wirklich, also wenn ihr hier die Decke seht, das ist der, wirklich der absolute Burner. Also mir gefällt Prag schon. Ja, denn ich habe ja gerade schon gesagt, ich wandere gern. Ich bin der Süddeutschland-Typ. Ich mag die Berge. Ich wandere auch gerne. Und es gibt was Neues bei Jahnreisen, nämlich Wandergruppen. Und das Tolle ist, man kann vorher schon seinen Wandertyp bestimmen lassen. Was für ein Wandertyp bist du denn? Guck mich an. 1,50 Meter groß. Durchtrainiert. Top-Kondition. Astralkörper. Ich kann nur der Wanderprofi sein. Ja. Wir haben ein bisschen geschummelt, aber. Das ist eigentlich nur 1,48, ne? 49. Aber es gibt ja auch Leute, die wie ich an einer kleinen Selbstüberschätzung im Urlaub leiden und denken, ich gebe jetzt Vollgas, zeig meinen Wanderpartnern mal so richtig, wo es lang geht. Mitten beim Wandern geht die Puste aus. Dann wiederum haben wir auch mal Leute, die sagen, ich will neue Herausforderungen, ich möchte Kletterstiege und stellen dann fest, beim Wandern durch den Wald und beim Bummeln über die Wiese, ich habe die falsche Wandertour gebucht. Ne? Aber bei uns kann das jetzt nicht mehr passieren. Wir haben in unserer neuen Wanderbroschüre haben wir einen Test eingebaut mit 6 Fragen, der ungefähr einschätzt, welcher Wandertyp man ist. Und man, der ungefähr weiß dann, ich kann die und die Tour für mich buchen. Und wir haben insgesamt 3 Angebote für unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Und da ist dann mit Sicherheit für jeden was dabei. Das heißt, du hast den Test gemacht und dann kam man der Profi raus, oder was? Ja, kam glatt 111, Wanderprofi war ich durch. Ne? Aber ihr habt da auch einen Partner, ne? Der euch unterstützt. Genau. Also ganz wichtig zu erwähnen, dieses neue Programm mit Jahnreisen wandern haben wir aufgelegt mit Rodinia Reisen. Das ist wirklich ein Spezialist auf dem Gebiet Wanderreisen und die bringen jahrelange Erfahrung mit sich und da ist man wirklich in guten Händen. Was bieten die denn so? Also vor allem Profikreisler wie? Ja, also für mich. Ne? Ja. Da haben wir im Programm, in der Broschüre, eine Alpenüberquerung. Da geht es dann in 5 Tagen von Innsbruck nach Meran. Übernachtet wird in Berghütten, Landhotels, in normalen Hotels und ganz wichtig, da ist immer ein Reiseführer dabei von Rodinia Reisen. Die bringen eine alpine Ausbildung mit sich und die werden jedes Jahr auf die neuen Anforderungen der Touren neu geschult. Also ist man wirklich gut aufgehoben. Aber cool soll auch die Wandertour auf Kreta sein. Auf Kreta? Aber das stelle ich mir jetzt eigentlich im Gegensatz zu den Alpen recht vor. Ja, Matthias, der erzählt uns noch was von den Urlaubswelten. Also falls Wandern nicht so, dann gerne. Können wir auch woanders hin, oder was? Genau. Vielen Dank, Astrid. Ja, Matthias, dann geht mal los, was sonst noch. Ja, was soll ich jetzt sagen? Ne? Also Gala-Vorstellung von Astrid mal wieder. Ja. Dann starte ich jetzt mit den Select-Hotels. Hier unterscheiden wir bei Jahren die Jahnreisen Select und die Jahnreisen Select Finest. Falls ihr euch nicht denken könnt, und der Jochen vielleicht auch nicht, was dahinter steckt, erkläre ich es euch natürlich nochmal kurz. Handverlesen mit einem exklusiven Standard, das sind unsere Select-Hotels. Und davon sozusagen nochmal die Crème de la Crème, einfach einzigartig. Das sind unsere Select Finest-Häuser. 5 Sterne bekommen unsere Gäste natürlich in beiden Jahrhauswelten geboten. Eine Vielzahl der Hotels ist Mitglied bei den Leading Hotels of the World. Alle Hotels liegen optimal und haben, wie soll ich sagen, absolut jeden Schnickschnack.
Ja, ab dem nächsten Sommer bieten wir 37 neue Select und 20 neue Select Vines Hotels an. Ein Großteil der Hotels wieder auf der Fernstrecke. Aber bevor ich jetzt zu viel erzähle, schaut es euch einfach morgen auf der Reisemesse oder im Katalog genauer an. Jetzt hast du natürlich die Luxusdomizile schon angesprochen, das hört sich alles sehr schick an, aber ich denke mir, ihr habt wahrscheinlich auch was für die anderen Ziele. Klar, ja. Deshalb gibt es die Jahre Urlaubswelten und da gibt es natürlich auch ganz viele andere Sachen. Da wären zum einen die besonderen Adressen. Für Leute, die was Charmantes, Landestypisches und auch mal was Kleineres suchen, gibt es als individuelle Highlights 33 neue besondere Adressen bei Jahren. Insgesamt bieten wir im nächsten Jahr fast 150 besondere Adressen an. Oder für Leute, die einfach mal die Seele baumeln lassen wollen und sich in einem unserer Wellness-Oasen buchen. Tolle Sachen gibt es da, zum Beispiel auf Zypern im Columbia Beach Resort. Dort erwarten unsere Gäste ein 1000 Quadratmeter großer Spa-Bereich mit Wellness-Dusche, Whirlpools und einer Vielzahl von Wellness-Paketen, die natürlich auch schon vorab bei euch im Reisebüro buchbar sind. Und das wäre ja vielleicht auch was für Astrid und dich, oder? So ein bisschen intimer, ne? Dann kommen nachher keine großen oder kleinen Überraschungen. Ohne Publikum. Ja. Ne? Das wäre vielleicht nicht schlecht. Warum nicht, ne? Da wir gerade schon wieder mit abschweifen, Jochen, würde es mit Sicherheit nicht nur die Astrid interessieren hier im Publikum, ob die Frau und Kinder was. Kinder nicht, Frau, jetzt ja, seid alle mit uns. Ich habe auch keine Kinder und trotzdem bin ich von den Angeboten der realen Familienwelt nicht begeistert. 39 Familienwelten sind es im kommenden Sommer insgesamt. 14 davon haben wir ganz neu im Programm aufgenommen. Unsere Familienwelten richten sich vor allem an anspruchsvolle Familien, die Wert auf ein breit gefächertes Unterhaltungsprogramm und eine exzellente Kinderbetreuung legen. Da würden die Kids dann wohl zu sagen, total abgefahren oder vielleicht einfach nur voll cool. Würden das die Kids tatsächlich sagen? Ich meine, ich weiß es nicht, es ist immer schwierig, wenn Erwachsene anfangen, Jugendliche zu reden. Meine Mutter immer damals, ne, voll cool, ich so. Aber gut, abgefahren finde ich, trifft es ganz gut, denn der nächste Kollege, der hat, glaube ich... Bei uns ist das Gegenteil. Wir machen alles größer und bunter, Color the World eben. Und manche wissen vielleicht, ich habe ein großes Fable für... gut, vorgestern waren wir nicht so weit, da waren Assel und Jochen noch nicht so weit wie heute, hätte ich gesagt, Jochen. Dann sage ich heute, ich habe ein großes Fable für Italien und einfach ein Land von unglaublicher Farbenvielfalt, wunderschönen Landschaften, lebhaften Städten, naja, und Menschen sehr gastfreundlich und offenherzig. Also was soll ich sagen, ich liebe dieses Land und deswegen freut es mich auch besonders, dass ich euch diese Teil der Sommerinfos präsentieren kann. Und es gibt was zu präsentieren, denn wir haben für 2015 einen eigenen Jahrenreisen-Italien-Katalog aufgelegt. Und auf über 300 Seiten findet ihr sehr viele Angebote mit eigener Anreise, aber auch pauschal mit Flug. Und natürlich auch außergewöhnliche Rundreisen oder besondere Adressen in Ecken Italiens, an die ihr vielleicht vorher gar nicht so gedacht habt. Und natürlich durch den Katalog hindurch Frühbucherrabatte bis zu 25%. Ich mache euch mal ein Beispiel für eine Rundreise. Objektiv Toskana. Und alle, die jetzt nicht nur mit dem Handy Fotos machen, so 2, 3 Fotoapparate habe ich hier tatsächlich auch gesehen, die wissen, worum es geht. Genau. Wir haben hier einen professionellen Fotografen, der uns begleitet auf den Spuren Michelangelos. Wir sehen das verschlafene Luca, aber auch das pulsierende Florenz. Und natürlich die sanfte Hügellandschaft des Chianti. Und das bei bestem Licht. Also eine irre Kombination aus italienischer Lebensfreude und tollen Insider-Tipps vom Fotografen. Aber jetzt bist du ja gerade als Steve Jobs vorgestellt worden, der Apple-Begründer. Und ich darf jetzt noch nicht mal mit meinem iPhone mehr Fotos machen, oder was? Okay, der Steve Jobs kommt von Mattis. Ja, okay. Aber sagen wir so, wenn dein Smartphone-Hersteller irgendwann mal nicht immer nur kleiner denkt, sondern mal wieder größer, gibt es möglicherweise demnächst noch Objektive, die du auf das iPhone, wie sagt man, draufschrauben, kleben, pappen oder irgendwas kannst. Und dann bist du auch gut aufgehoben bei dieser Tour. Okay. Ja, eine richtig abgefahrene, besondere Adresse, Mattis hat es ja gerade schon vorgestellt, die besonderen Adressen möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten, das Sexantino Le Grotte della Civita. Und Leute, glaubt mir, wenn ich kein Puder im Gesicht hätte, dann würdet ihr meine Schweißperlen hier sehen, bis mir der Name flüssig über die Lippen gegangen ist. Das ist ja.
Now love is all I got, I can't live. Love is all I got, only love in my life. Love is all. Love is all I got now. Love is all I got, I can't live. Love is all I got, only love in my life. Love is all. Love is all I got, love is all I got. Live life with love and trust that love will come down to earth and save us all. Love is all I got, I can't live with everything I've lost. Deshalb holen wir jetzt noch einen auf die Bühne. Er ist der Erfinder und Ideengeber der Fantastic Five, Gunther von Morgen. Vielen lieben Dank. Ihr tanzt raus und die nächsten drei tanzen rein. Musik bitte nochmal, Regie. Dankeschön. Wie die Zukunft von LTE zeigen werden. Diese Häuser sind unsere Glanzlichter und Vorbilder, die euch, liebe Kollegen und euren Kunden, zeigen sollen, wohin wir mit der Marke LTE auf absehbare Zeit möchten und wohin wir das Angebot weiterentwickeln wollen. Aber das hört sich jetzt so nach Prototyp an. Ist das genauso wie bei den Autos? Ja, sehen toll aus, aber man kann sie noch nicht kaufen? Nee, es ist alles real life. Sie können schon gebucht werden, sie werden in Kürze eröffnen. Sie zeigen aber eben die Richtung, in der wir mit der Marke gehen möchten und sie zeigen, welche Ideen, welche Konzepte, welche neuen Angebote und Services wir entwickeln möchten. Außerdem werden wir in diesen Häusern unser bestehendes Angebot weiterentwickeln und weiter verbessern. Dann sag uns doch mal konkret was zu den beiden Häusern. Ja, gerne. Also fangen wir an mit dem LTE Alpenhotel Kaiserfels. Der Kollege Manuel hat es da gerade schon ganz kurz erwähnt. Hier werden wir ab Januar ganz konkret die ersten Leitlinien festlegen, die wir dann auf alle anderen LTE-Hotels übertragen werden. Wir konzipieren hier zum Beispiel das vernetzte Hotel. Das ist ein digitales Infotainment-System, das im ganzen Hotelbereich verfügbar ist. Außerdem führen wir die LTE Mood Music ein. Das ist unser musikalisches Konzept für alle öffentlichen Bereiche des Hotels. Wir haben die Musik der jeweiligen Tageszeit angepasst. Wir starten also am Morgen eher etwas ruhiger und zum Abend hin wird es dann chilliger. Und wir werden im LTE Alpenhotel Kaiserfels unsere interne Akademie installieren. Wir werden in Zukunft aus allen LTE-Hotels Kollegen nach Österreich einfliegen lassen, um sie hier weiter aus- und fortzubilden. Das hört sich gut an. Ja, danke. An der Stelle würde ich ganz gerne noch was ergänzen, denn was für euch alle als Verkaufsargumente für den Sommer besonders wichtig ist, das sind ja die vielen, vielen Sportmöglichkeiten im Hotel und in der näheren Umgebung. Beim neuen Sportkurs LTE Bodystyle zum Beispiel oder beim Yoga, da können die Gäste was für ihre Fitness tun. Beim Downhill-Biken hingegen direkt vom Hotel aus, wo es im Übrigen auch den passenden Mountainbike-Verleih gibt, da geht es dann etwas rasanter zu. Und dann habe ich noch einen Tipp für alle Kletterfans unter euren Kunden, denn auf zwei Klettersteigen geht es von St. Johann aus hoch hinaus, vom Harsch Wichel bis hoch aufs Kitzbüheler Horn. Ja, und dort oben auf dem Gipfel angekommen, da hat man dann einen Wahnsinnsblick auf die Kitzbüheler Alpen und auf den wilden Kaiser. Ja, vielen Dank, Karin. Den tollen Blick seht ihr hier. Aber ich sagte gerade, wir werden ein zweites Hotel eröffnen. Wir machen einen kleinen Sprung gen Osten auf die schöne Sonneninsel Rhodos. Dort wird zum Sommer 15 das neu erbaute LTE Asterias Beach eröffnen, direkt am Strand von Afandu. Und das ist, wie ihr sicherlich wisst, der perfekte Ausgangspunkt, zum Beispiel für Ausflüge nach Rhodos oder nach Lindos. Ja, da kriege ich jetzt nochmal rein. Denn Griechenland, ich habe das Gefühl, ist momentan total hip. Alle meine Freunde waren irgendwie in Griechenland im letzten Sommer. Und es sieht auch so aus, als hätte das Hotel jeglichen Schnickschnack, den man so braucht. Genau, Griechenland ist hip, das wisst ihr wahrscheinlich genauso gut oder noch besser als ich. Und mit dem LTE Asterias Beach werden wir ein Haus eröffnen, das eben allen Schnick und Schnack hat. Wir werden einen großen Wellnessbereich haben. Wir haben Zimmer mit halbprivatem Pool direkt am Strand. Und vor allem, man sieht es glaube ich ein bisschen, viel Platz in der Hotelanlage.
und für so zwei Sportfans wie uns oder auch Sportfans von euren Kunden. Wir haben eine professionelle Wassersportstation direkt am Strand und einen 18-Loch-Golfplatz unmittelbar in der Nähe vom Hotel. Gut, du sprichst den Sport schon wieder an, dann bedanke ich mich erstmal bei dir, Mike, denn wir holen jetzt wieder Caro nach vorne, die kennt sich ja mit den Sportangeboten am besten aus. Danke, Mike. Die alle drei so schön nebeneinander im Reisebüro, das sieht dann richtig schön bunt aus. Also, Color the Reisebüro. Ja, und jeder Katalog hat, wie gesagt, ein anderes Motiv. Welches Motiv ihr in euer Büro geliefert bekommt, das bestimmt allein der Zufall. Und wichtig ist, jeder Katalog hat aber den gleichen Inhalt. Ja, Color the Reisebüro kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, sehr, sehr schön. Aber du hast auch noch ein anderes Schwerpunktthema, was mit Farbe zu tun hat. Ganz genau. Das könnte ich jetzt mal so formulieren. Calimera goes green. Denn wir sind fest davon überzeugt, dass der Umweltschutz in unserem Produktangebot eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Und deshalb lassen wir uns zertifizieren. Und zwar nach ISO. Von dieser Norm habt ihr alle sicher schon mal gehört. Und unsere Norm ist die ISO 14001. Das ist der weltweit akzeptierte und praktizierte Standard für ein betriebliches Umweltmanagementsystem vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit. Und wir werden nun nach und nach alle Club Calimeras zertifizieren. Bis Mitte 2015 werden die ersten drei Clubs das Siegel erhalten haben und bis 2017 werden alle Clubs zertifiziert sein. Und dazu haben wir auch eine Broschüre mitgebracht. Aber das ist doch wahrscheinlich gerade für die jüngere Zielgruppe auch sehr wichtig. Nachhaltigkeit ist ja ein Thema mittlerweile. Stimmt, genau. Und natürlich für alle, die aktiv sind und viel in der Natur unterwegs. Denn die haben natürlich einen sehr viel höheren Bezug zu diesem Thema. Ja, sehr gut, dass du das ansprichst. Professioneller hätte ich jetzt auch nicht überleiten können. Du willst bestimmt auf den Club auf Rodos hinaus, den neuen. Auch richtig, Jochen. Der liegt an der windigen Nordwestküste der Insel in der Bucht von Jallisos. Und die ist bei Surfern sehr, sehr beliebt. Da befinden sich unheimlich viele Wassersportstationen und Surfschulen. Und vom Club aus ist es auch zum Ortskern von Jallisos gar nicht weit. Mein Lieblingsplatz im Club, das wird aber mit Sicherheit die clubeigene Taverne sein, direkt am Strand. Und da werde ich mir dann einen typisch griechischen, kühlen Frappé schmecken lassen. Ja, und vielleicht im Urlaub dann mal genießen, irgendwann, wenn die Programmvorstellung vorbei ist. Nicht zu vergessen, besonders empfehlenswert ist der Club auch für Familien, denn der hat besonders großzügige Familienzimmer an einem separaten Pool etwas abseits gelegen und da können sich die Kids dann mal so richtig austoben. Sehr gut. Ja, ich habe auch gehört, Fabrie gibt es auch bei euch auf der Messe. Ganz genau. Und zwar morgen am Stand in der Vertriebswelt. Da könnt ihr alle den griechischen Frappé dann bei uns mal probieren. Gut, da gibt es dann also schon einen Hauch Griechenland, aber du hast gerade schon wieder so eine perfekte Überleitung gebracht. Du hast nämlich über Familien gesprochen. Bayern, der Seele ist aus Unterfranken gekommen, so zwei Kilometer von der hessischen Grenze, das geht gar nicht. Aber wir machen das Ganze jetzt ohne Dialekt. Wir springen nämlich jetzt zu den Primasol-Hotels. Die Primasol-Hotels, natürlich, das ist ganz, ganz wichtig, nach dem Erfolg der Schwimmschule Tigerente bei Club Calimera weiten wir das Konzept jetzt nämlich aus. In ausgewählten Primasol-Hotels werden jetzt auch deutschsprachige Schwimmlehrer eingesetzt, wobei die Kinder das Schwimmen erlernen können. Also die Kinder können aber nicht nur das Schwimmen erlernen, sondern auch diverse Schwimmabzeichen absolvieren. Das macht Laune und da können wir bei den Freunden zu Hause richtig auftrumpfen. Ich dachte, du wolltest ohne die Katze überhaupt. Nein, manchmal geht es nicht besser Deutsch. Wir gehen aber auch die ganze Zeit schon hessisch hinter der Bühne. Aber das ist ja ein super Argument, finde ich. Also auch für die Eltern, gerade wenn man Urlaub am Wasser macht, oder also ob man jetzt am Meer ist oder einen eigenen Pool hat, da ist man ja schon entspannter, wenn die Kinder auch schwimmen können. Das stimmt, da hast du vollkommen recht. Wir haben aber auch für die Eltern was ganz, ganz Neues bei Primasol, und zwar das Prima-Food-Konzept. Das Prima-Food-Konzept, das dreht sich rund um die mediterrane Küche mit gesunden Olivenölen und herrlichen Kräutern. Dieses Konzept wurde speziell für die Primasol-Hotels kreiert. An Live-Cooking-Stationen werden die Gerichte direkt vor den Augen der Gäste zubereitet und da bekommt man beim Zuschauen schon so richtig Appetit. Ja, hört sich super an und du kannst
kannst uns den Mund, glaube ich, noch ein bisschen wässriger machen mit einem weiteren neuen Hotel. Das stimmt. Costa Calma auf Fuerteventura und ist ein modernes Hotel, das aus 4 Gebäuden besteht. Mit einer schönen Gartenanlage und natürlich auch einer schönen Sonnenterrasse. Das Entertainment-Team, das sorgt für ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm, wobei nicht nur die Kinder im Prima Kids Club auf ihre Kosten kommen, sondern auch auf die Erwachsenen. Da ist für jeden was dabei. Ja, ich bedanke mich jetzt erstmal bei euch für die ganzen Informationen. Einen großen Applaus für Andrea Cervi, Konzept- und Qualitätsmanagement, Entertainment, Caritas Hilfsmittel, ganz herzlich bei Ihnen bedanken für Ihre Unterstützung, für die ganz, ganz hervorragende Zusammenarbeit, für Ihre konstruktive Kritik und einfach, dass Sie uns immer so unterstützen. Ganz, ganz herzlichen Dank und mein Applaus für Sie. Für diejenigen unter Ihnen, denen es immer noch nicht bunt genug ist, habe ich noch was. Ich möchte nämlich jetzt 2 Kollegen zu mir auf die Bühne bitten und Sie kennen die beiden schon, nur bisher hatten die beiden einfach andersfarbige Hüte auf. Begrüßen Sie mit mir hier auf der Bühne unsere neue Geschäftsführung René Herzog und Rolf-Dieter Walzer. Geschäftsführung stellt sich natürlich immer die Frage, was passiert, was ändert sich, wo geht die Reise hin? Ja, die neue Geschäftsführung, da sind wir in der Rolle jetzt die Neuen. Wir beide sind aber tatsächlich schon ein paar Jahre im Unternehmen dabei und haben die Strategie, den Kurs maßgeblich mitgeprägt. Und ich hoffe, Sie merken, dass wir versuchen, wir arbeiten hart daran, jedes Jahr wirklich flexibler und schneller zu werden. Und das ist eine Kontinuität, die setzen wir natürlich fort. Grundsätzlich sind wir mit dem, was wir erreicht haben, jetzt schon ganz zufrieden, aber wir hören nicht auf. Was wir verstärken wollen, ist insbesondere das Thema Wachstum. Da war das Touristik ja 13. So, das Mikro von Herrn Gottes von Zürich ist viel. Herzlichen Dank, Herr Gott. Ich hoffe, wir konnten Sie begeistern von unseren neuen Produkten. Wir konnten Sie mitnehmen in unsere neuen bunten Reisewelten. Und jetzt seien Sie ganz gespannt. Wir freuen uns auf 2 wundervolle Tage mit Ihnen. Spannend, bunt, voller Überraschung. Seien Sie gespannt drauf. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie das tolle Publikum waren. Ich bin das ganze Star. Was sehen, aber wir wollen natürlich auch noch ein paar Insider-Informationen und deshalb haben wir eine Prag-Repräsentantin heute eingeladen. Sie ist da, ich freue mich sehr, sie ist der CEO von Prague City Tourism, hier ist Nora Dolanska. Einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich möchte Sie ganz, ganz herzlich in der Name von unserem Bürgermeister, Herr Tomasz Hudecek und Vizebürgermeister für Touristik, Herr Nowotny, ganz herzlich in Prag begrüßen und bin ich wirklich sehr, sehr froh, dass Sie so zahlreich nach Prag gekommen sind. Jetzt habe ich die Hände gesehen, fast alle waren schon hier in Prag, das heißt, es ist nichts Neues für Sie, aber ich würde trotzdem etwas verraten und möchte sagen, dass Sie wirklich jetzt 2 wunderschöne Tage mit einem fantastischen Programm erleben.
Wir haben auch etwas für Sie vorbereitet. Wir werden für Sie einige Stadtumfahrten vorbereiten. Wir werden die schönste Sehenswürdigkeit in Prag zeigen. Und auch ein bisschen Kulinarik möchten wir ein bisschen Ihnen anbieten. Und das, was man jetzt gerade auch in diesem Lied gesagt hat, wie Karol Gott gesungen hat, unsere böhmische, tschechische Küche ist sehr, sehr lecker, aber sehr, sehr ungesund. Das erleben Sie auch heute Abend beim Uflecko. Ganz kurz Grunddaten für unsere Stadt. Prag hat über 1 Million Einwohner, 1,2. Wir haben jährlich hier bei uns in Prag 5 Millionen Touristen. Sind einige Tage, einige Teile der Jahr, waren wirklich wir sehr, sehr viele Touristen an den Straßen sehen können. Wir sind froh, dass auch die deutschen Touristen an der ersten Stelle stehen. Wir freuen uns wirklich, wenn die Deutschen nach Prag kommen, weil die verstehen uns. Wir haben auch sehr, sehr gute Kontakte auch mit den deutschen Touristen und die wissen schon, was sie bei uns auch dann wieder sehen und versuchen können und dann haben sie auch einen guten Überblick. Ich hoffe, dass Sie diese 2 Tage wirklich in Prag schön erleben, dass Sie gute Erinnerungen auf unsere Stadt nehmen und bitte kommen Sie nochmal. Dankeschön. Ich habe mir jetzt ihr Mikro geben lassen, denn ich gehe jetzt mal ein bisschen ins Publikum. Ich weiß, das Publikum mag das immer ganz besonders gerne, wenn man da runtergeht. Am besten ist es dann immer sehr unauffällig zu sein, denn wer auffällig reagiert, Michael,
Ich finde, das hat mich jetzt gerade so ein bisschen an dieses neue Feature erinnert, was ihr habt. Ja, zum einen die Realität, also die Tänzer hier auf der Bühne, kombiniert mit was Virtuellem da hinten als Projektion. Absolut perfekt, ja, erklärt Jochen. Also ich schlage dich für Quarz und Po vor. Also wenn der Yogi-Schwan da mal aufhören sollte. Ja, ich glaube, ich würde lieber ein Reisemagazin moderieren, ehrlich gesagt, nachdem ich das hier sehe, was ihr heute alles so präsentiert. Aber ich weiß wieder, was es heißt. Ich glaube, das nennt man Augmented Reality, dieses Feature. Absolut richtig. Und das wiederum bedeutet so viel wie? Angereicherte... Aber für wen sind QI-Hotels eigentlich interessant? Egal ob Familien, Paare, Alleinreisende oder Singles, für jeden ist das passende QI-Hotel dabei. QI verbindet alle Dinge, die uns im Urlaub wichtig sind. Die Gäste können ihren Alltag vergessen, ohne auf seine schönen Dinge verzichten zu müssen. Die Leute können neue Menschen kennenlernen oder sich genauso gut zurückziehen, aber auch mit Familie und Freunden in Kontakt bleiben. Uns war es wichtig, mit QI etwas ganz Besonderes zu schaffen. QI-Hotels erkennt jeder und auf seine Leistungen kann man sich verlassen. Ist das nicht, wonach wir alle suchen? Finde ich, klingt auf jeden Fall super. Ich finde, sie sehen auch sehr, sehr schön aus. Wie viele Häuser gibt es denn da bisher? Da haben wir jetzt 10 Häuser im Programm. 8 davon sind bei ITS buchbar, 1 bei Jahrenreisen und 1 markenübergreifend bei Jahrenreisen und ITS. Ja, die haben insgesamt 3 bis 5 Sterne und liegen in 6 verschiedenen Ländern. Darunter zählen Bulgarien, Griechenland, Tunesien, die Türkei, Ägypten und natürlich Spanien. Alles Häuser, die schon immer beliebt waren bei unseren Gästen und über eine hohe Weiterempfehlungsrate verfügen. Jetzt über den Winter werden die umgestylt und erstrahlen im Sommer in neuem Glanz. Das heißt, man kann sagen, dass die Häuser jetzt auf einen veränderten Gästegeschmack verändert wurden, ja? Ganz genau, auf den Kunden, der Urlaub in einer lässigen, entspannten Atmosphäre verbringen möchte. Okay, also für mich ist ja immer wichtig, ne? WLAN muss es sein, kostenlos, wenn möglich, und dann sollte es auch noch schnell sein. Ist das bei QI Hotels der Fall? Jetzt hast du mir alles vorweggenommen, das ist absolut richtig. In der gesamten Hotelanlage gibt es bei uns Internet, kostenfrei und in Highspeed. Tablet-PCs und Docking-Stations können ausgeliehen werden an der Rezeption und auf den meisten Zimmern gibt es auch passende Anschlüsse. Aber auch sonst passt alles. In den stylischen QI-Bistros, in denen es übrigens leichte, schmackhafte, saisonale Gastronomie gibt, treffen sich auch die Menschen, da kommen sie zusammen, ist es sozusagen der Hotspot, wo man sich austauscht. Relax-Zonen, Chill-Out-Bereiche und Erwachsene-Pools runden das ganze Angebot ab. Aber was ich persönlich ganz toll finde, sind die speziellen Serviceleistungen, wie zum Beispiel Obst am Pool. Du hast schon angesprochen, du wirst wahrscheinlich in diesen ganzen verschiedenen QI-Hotels, die es ja auf der ganzen Welt gibt, willst du Urlaub machen, da kann man dich antreffen. Wie sieht es denn mit Deutschland aus? Machst du auch in Deutschland Urlaub? Ja, mir kommt eher selten vor, aber man soll ja nie sagen, vor allem, wenn wir uns die Neuigkeiten vom Manuel anschauen. Die 90er sind laut zu tauchen, aber wir haben ein buntes Programm auf die Beine gestellt, mit dem unsere Kunden Deutschland mal wieder neu entdecken. Ja, wenn du es jetzt schon ansprichst, dann muss ich es natürlich auch aufgreifen. Die Nordsee wird also noch nicht karibisch blau sein, aber mit welcher Programmfarbe hältst du uns denn bei Laune? Mit einer Entdeckertour zum Beispiel. Highlights der Nordseeküste. Da brauchst du gar nicht so zu lachen. Highlights der Nordseeküste? Das ist nämlich wirklich spannend. In Tagestouren geht es von Husum aus auf die Heilig-Hoge, raus nach Helgoland und natürlich auch nach Sylt. Für mich alles andere als eintönig. Helgoland, gutes Stichwort, kann man da noch zollfrei einkaufen? Jung, das kannst du. Bei der zweiten Tour werden bei euch vielleicht Erinnerungen an die Kindheit wach. Da war der eine oder andere bestimmt mal mit seinen Eltern im Urlaub, Inselhopping in Ostfriesland. Auch hier geht es in Tagestouren auf unterschiedliche Inseln. Nach Borkum, nach Langerhoge und nach Norderney. Ich persönlich denke, das sind 2 Reisen, die sich wirklich gut verkaufen lassen. Jede Menge Abwechslung, Color the World im deutschen Norden. Ja, die Nordsee hast du schon angesprochen und ich habe ja schon gesagt, ich lebe mittlerweile in Berlin, da ist die Ostsee natürlich näher. Wie sieht es denn da mit der blühenden, farbenfrohen Landschaft aus? Kannst du bei uns in vollen Zügen genießen und zwar von Land und von Wasser aus. Boot und Bike heißt hier das Stichwort. Eine 8-tägige Tour auf der MS Princess, an fast jedem Tag kombiniert mit einer Radtour. Es kommen auch einiges an Kilometern zusammen, das sind zwischen 20 und 60 Kilometer pro Strecke. Gute Nachricht für dich, Jochen. Im Vorfeld kannst du bei uns ein Elektroleihfahrrad buchen. Ich persönlich würde das normale mit den 7-Gängen nehmen, das gibt es nämlich auch. Ihr seid einfach so nett zu mir, ne? Ja, vielen Dank. Ich bin gar nicht so faul. Ich bin nämlich eigentlich eher so der Süddeutschland-Typ, weil ich die Berge so liebe. Hast du denn da auch was im Paket? Ist gut, dass du nachfragst. Da fällt mir spontan das LTI Alpenhotel Kaiserfeld an.
Das kannst du nur bei der Deltouristik buchen und das solltest du auch, denn das Outdoor-Programm ist wirklich einmalig. Dazu aber später mehr von den Kollegen der Deltouristik Hotels. Na gut, vielen Dank erstmal Manuel und natürlich einen großen Applaus für unser erstes Team hier auf der Bühne. Jetzt erstmal Magda Manuel Frankenberg, Assistenz Eigenverautreisen. Danke. Ah, Moment. Nee. Wenn ihr mich jetzt schon so die ganze Zeit auflaufen lässt, machen wir das doch ein bisschen wie bei den Fraternen. Das Jahr erweitert.
Einfach entspannen und die Seele baumeln lassen. Genießen Sie Ihren Traumurlaub, zum Beispiel in einem Rio-Hotel, einem Robinson-Club oder auf einer traumhaften Kreuzfahrt. Mehr als 5 Millionen Top-Angebote jetzt in Ihrem zuverlässigen TUI Travel Star Reisebüro Fella in Hammelburg, im E-Center und unter fella.de.